Moin auf Lerntrainer Online zum Videokurs für angehende Fachwirte IHK. Wir befinden uns in der Wirtschaftsqualifikation im Fach Unternehmensführung. Wir behandeln Kapitel 1.2 strategische und operative Planung. Hier sehen Sie wieder die Übersicht über Kapitel 1.2, den Aufbau. Wir befinden uns in Einleitung in 1.2. Später geht es weiter mit 1.2.1 strategische Planung, 1.2.2 operative Planung und 1.2.3 integrierte Managementsysteme. In der Einleitung in Kapitel 1.2 mit den wichtigsten Vokabeln haben wir folgende Themen, die Sie jetzt sehen. Wir befinden uns in der Einleitung in Kapitel 1.2 im Bereich Zielsetzung, genauer im Themengebiet Zielbeziehungen. Unsere Themen hier sind Definition von Zielbeziehungen und die vier Zielbeziehungen einfach erklärt. Wir beginnen mit der Definition von Zielbeziehungen. Ein Unternehmen verfolgt immer mehrere Ziele zur gleichen Zeit. Die Ziele können in unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen und sich dementsprechend gegenseitig beeinflussen. Wichtig vor allem in großen Unternehmen, wo mehrere hunderte Ziele gleichzeitig erreicht werden sollen, die Ziele des Unternehmens zu kennen, also zu wissen, welche großen strategischen Ziele hat mein Unternehmen für die nächsten 5 bis 10 Jahre, die Ziele des Unternehmens auf die Abteilungen, die Fachbereiche oder auch Gebiete zu adaptieren, die Ziele zu analysieren und zu priorisieren, das ist ganz wichtig, denn ich muss immer wissen, wie wichtig ist mir ein Ziel. Muss das in den nächsten 1-2 Jahren erreicht werden oder in den nächsten 5 Jahren oder in den nächsten 7 Jahren oder vielleicht sogar in den nächsten Monaten? Die Ziele auf ihre Zielbeziehungen hin analysieren, das bedeutet zu wissen, in welcher Beziehung stehen meine mehrere hundert Unternehmensziele zueinander, aber auch zu wissen, in welchen Beziehungen stehen die Ziele von Abteilungen, Fachbereichen und Gebieten zueinander. Aber noch wichtiger zu wissen, die Abteilungen, Fachbereiche und Gebiete haben auch einzelne Ziele, stehen die auch in einzelnen Beziehungen zueinander. Das bedeutet, ich muss ganz genau die Zielbeziehungen zwischen Unternehmenszielen, Abteilungszielen, Fachbereichszielen, Gebietszielen etc. analysieren. Als letzter Punkt entscheiden, welche Ziele Priorität haben und umgesetzt werden müssen. Und wissen, welche Ziele nach der Umsetzung nicht mehr erreichbar sind. Thema hier ganz besonders konkurrierende und antinome Zielbeziehungen. Welche 4 Zielbeziehungen gibt es überhaupt? Konkurrierend, komplementär, antinom und indifferent. Nochmal, es ist wichtig, alle Zielbeziehungen zu kennen und die Ziele, die man im Unternehmen hat, einzuordnen in diese 4 Zielbeziehungen, damit man dann priorisieren kann, wenn jetzt 2 Ziele antinom sind, also sich gegenseitig praktisch ausschließen. Welches Ziel hat Priorität? Also welches Ziel muss ich priorisieren? Welches ist mir wichtiger als das andere, damit ich nicht 2 Ziele gegeneinander ausspiele, sondern damit ich ganz genau weiß, was will ich erreichen? In der nächsten Folie, wir gehen jetzt darauf ein, auf diese 4 Zielbeziehungen wird das Ganze hoffentlich nochmal klarer und wesentlich deutlicher. Wir haben erstens konkurrierende Ziele. Das heißt, das Verfolgen eines Ziels erschwert das Erreichen eines anderen Ziels. Und jetzt hingehört Thema Priorisierung. Konkurrierende Ziele stehen in Konkurrenz zueinander bzw. in Widerspruch zueinander. Das heißt, beide Ziele zu erreichen wird nicht klappen. An den jetzigen Beispielen wird das deutlicher. Eine gute Kundenzufriedenheit erreichen, aber gleichzeitig das Personal im Bereich Kundensupport zu verringern, konkurriert miteinander. Jetzt kommen wir wieder auf das Thema Priorisierung. Was ist meinem Unternehmen oder meiner Abteilung, meinem Fachbereichsleiter, wem auch immer, wichtiger?
die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, beziehungsweise eine gute Kundenzufriedenheit zu erreichen, oder das Personal zu senken und Personalkosten zu sparen. Beides wird nicht funktionieren, das heißt, ich muss priorisieren, was ist mein Erstziel von diesen beiden. Oder aber eine gute Mitarbeitermotivation erreichen und gleichzeitig Personaleinsparungen durchsetzen. Konkurriert ebenfalls, ich muss analysieren, welches und priorisieren, welches Ziel ist mir wichtiger, eine gute Mitarbeitermotivation oder Personaleinsparung. Beides gleichzeitig werde ich schwer erreichen. Die zweite Zielbeziehung, indifferente Ziele. Das bedeutet, zwei Ziele beeinflussen sich gegenseitig überhaupt nicht. Auch hier zwei Beispiele. Der Bau eines Betriebskindergartens und die Steigerung der Präsenz auf Social Media. Wenn ich einen Kindergarten baue und gleichzeitig die Präsenz auf Social Media steigern will, das ist beeinflusst sich gegenseitig überhaupt nicht. Oder aber das Einrichten einer Betriebskantine und die Firmenwagenflotte auf E umstellen. Auch das ist indifferent, diese beiden Ziele beeinflussen sich gegenseitig nicht. Drittens, komplementäre Ziele. Zwei Ziele ergänzen sich. Auch hier zwei Beispiele, CO2-Ausstoß verringern wollen und Bau von Solarpanels auf dem Firmengelände zur Erzeugung regenerativer Energien. Diese beiden Ziele ergänzen sich, denn dieses Ziel hier wird dieses Ziel hier unterstützen. Oder aber Stromverbrauch verringern und eine Green IT-Strategie durchsetzen. Wenn ich den Stromverbrauch verringern will, ist es hilfreich, eine Green IT-Strategie durchzusetzen. Das heißt, dieses Ziel wird dieses Ziel unterstützen. Also ergänzen sich diese beiden Ziele, sie sind komplementär zueinander. Drittes Beispiel, die Firmenwagenflotte auf E umstellen und Ladesäulen für E-Autos auf den Firmenparkplätzen bauen. Dieses Ziel hier wird dieses Ziel hier unterstützen, beziehungsweise dieses Ziel hier, dass die Firmenwagenflotte auf E umstellen, wird unterstützt durch dieses Ziel. Diese beiden sind also extrem komplementär zueinander. Vierte Zielbeziehung, Antinom. Zwei Ziele schließen sich in diesem Fall gegenseitig aus. Beispiel, die Entwicklung neuer Fleischburger und gleichzeitige Erschließung des Marktes für vegane Ernährung. Beides wird nicht funktionieren. Wenn Ihre Unternehmensstrategie lautet, wir wollen in den nächsten Jahren 2, 3 oder 4 neue Fleischburger auf den Markt bringen, können Sie nicht gleichzeitig den Markt für vegane Ernährung erschließen. Das könnten Sie der Öffentlichkeit gar nicht erklären. Wie soll das funktionieren? Also Sie wollen einerseits weiter Fleisch produzieren und gleichzeitig vegan werden. Das funktioniert beides überhaupt nicht zusammen. Oder aber Personalkosten senken und gleichzeitig neues Personal einstellen. Auch das wird nicht funktionieren. Wenn Sie Personalkosten senken wollen, müssen Sie Ihr Personal entlassen. Aber wenn Sie gleichzeitig neues Personal einstellen, werden sich die Personalkosten nicht senken, weil neues Personal kostet natürlich wieder Geld. Das heißt, auch diese beiden Ziele schließen sich kategorisch gegeneinander aus. Wir hatten vorhin das Thema, Ziele zu priorisieren. Das ist bei antinomen Zielen maximal wichtig. Wenn Sie nämlich Personalkosten senken müssen, weil Ihr Unternehmen sonst eventuell in die Insolvenz rutscht oder in die roten Zahlen, können Sie normalerweise nicht gleichzeitig neues Personal einstellen, weil ansonsten werden Ihnen die Kosten nicht gesenkt, sondern erhöht. Das heißt, wir müssen uns fragen, was ist unsere Strategie für die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre? Wollen wir die Personalkosten signifikant senken oder neues Personal zum Beispiel einstellen? Oder wie hier nochmal, ist es uns total wichtig, eine Strategie zu fahren, einen neuen Fleischburger oder mehrere neue Fleischburger zu erfinden, Mc's, Burger King etc. Oder wollen wir ein völlig neues Marktsegment erschließen, was eventuell viel mehr Potenzial hat als dieses hier? Das heißt, priorisieren wir das hier, um unsere Unternehmensidentität nach außen zu präsentieren,
Oder wollen wir Geld verdienen, vielleicht sogar Millionen bis Milliarden Umsätze machen mit veganer Ernährung? Das muss gegenseitig abgewogen und priorisiert werden. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, hinterlassen Sie mir ein Like oder einen Kommentar. Aber natürlich auch bei Kritik dürfen Sie jedenfalls jederzeit das Video kommentieren. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit weiteren Videos. Auf Wiedersehen.